ich habe halt mit einem Haufen Freude gehabt. Und ich bin zwar der jüngste Bub von Tate, aber ich habe halt gewiss, dass ich mit einem Haufen einfach mehr Freude habe wie die jungen Geschwister. Und dann hat mich der Tate in der Landwirtschaftsschule geschickt und dann habe ich eigentlich auch gewählt in Burgeisen. Und dann haben wir viel mit Nebenerwerb gelernt und nach der Schule hat mir eigentlich im ersten Moment das Metzger gefallen. Und ich habe eine Lehre gehabt in der Metzgerei. Ich bin seit 12 Jahren tätig gewesen. Und danach hat halt geheißen, so, es war halt der Hof zu übernehmen. Mir ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt und deswegen habe ich auch einen Vortrag mal gerichtet, dass jede Kuh das kriegt, was sie braucht. Wenn es in die Madre losgeht, dann haben wir eine genetische Zeit und dann müssen wir schauen, dass wir in den 2-3 Wochen einen soliden haben, weil dann der zweite Schnitt losgeht. Und der Tag fängt bei mir wollte früh an. Ich kann wollte früh schon rauchen gehen in die Madre, weil mein Tate und Albrecht machen mir die Stallarbeit. Dann richte ich das Zeug hin und gehe rauchen und dann wird oben gemahnt und dann ist man eigentlich den ganzen Tag oben mit Haufen Arbeit verbunden, weil bis alles ist gemahnt mit etwas mit der Mähmaschine, etwas mit dem Buckelmahner, etwas für Hand. Und auch wird das noch für Hand alles zusammengetan. Und so läuft der Tag ab. Das Schwierige ist da oben, man hat keine Maschine oben, man muss alles von Hand zusammenrechnen, alles wird auf Saal raugelegt und zusammengebunden und bei den Drahtseilen angeschossen. Man muss alles von Hand zusammen tragen und das ist einfach schwierig, weil mit keinem Fahrzeug, wie den Lieden da bei den Wiesen kann man mit einem Ladewagen zusammenfahren, aber oben muss man eben alles von Hand als vorhanden den. Immerhin ist da drauf. Das ist das nächste Jahr wieder im Weg. Ich tue mir das an, erstens vom Finanziellen her, wir kriegen ja Förderungen vom Land. Zweitens tue ich es gern. Ich bin, seit ich klein gewesen bin, bin ich halt mit dem Vater mitgegangen und er hat mir das einfach weitergegeben und da habe ich Freude mit der Arbeit. Ja, und das wird fertig sein. Da ist mir das im Sinne gekommen, hier einfach wollte man unsere Produkte, die wir halt auf dem Hof selber produzieren können, selber auch verkaufen. Wir haben viel Tourismus bei uns da und nachher habe ich mir halt überlegt, einen Hofladen zu bauen, plus die, eben die Ferienwohnungen.
Es ist eine Macht sauber gewesen, aber weil ich heute kann sagen, es hat sich ausgezahlt und ich bin mit voller Freude dabei überall. Es ist oft viel Arbeit, aber man weiß, für wen man es tut und wieso man es tut und deswegen geht es auch alles weiter. So, dann haben wir ein Gesellchen, den Speck. Das war ein guter Weg. Da. Es ist einfach schön zu sehen, dass er das so mit Freude und Leidenschaft macht. Das reicht dann einfach ein bisschen mit. Und ja, es fasziniert dann auch, dass man einfach so viel kann erreichen. Und ja, ganz schön. Erstens sind wir dann immer zufrieden, dass sie so hingestiegen sind und voll hingestiegen, obwohl ich meinen Bruder kenne. Weil wenn der mal etwas im Kopf hat, dann habe ich schon meine Mutter gesagt, dann magst du allein lassen. Weil wenn der mal etwas im Kopf hat, dann muss durch. Und da ist es auch so passiert, nicht? Und obwohl ich ja nie gedacht habe auf das. Das hat alles eher, vielleicht wie er schon gesagt hat, über Nacht ausgeköpft und dann ist das Ding so losgegangen. Und ich bin wirklich froh, dass er das gemacht hat und ich hoffe, dass er es auch packt.